Horizon mit Quick Study, die Startnummer 2 mit Daniel Dotzauer, Ino de Vivier, die 3 Jürgen Loh, Lemmerling mit Laura Mühling, dann die 1 Glowfarbe Girl, Linda Ziasek, Filton Annabel, die 5 Dorin Körner, Rish Cash, die 6 Toni Böker, dann haben wir Jezebel Dream, die 7 Jörg Hafer, die 8 Indy Witt, Andrea Kämmerer, Jingle Bells, die 9 Britt Griff und Sven von Heiterbu, die 10 und Joachim Hai. Das Ganze dann einmal für das Zeug. So, und das war dann der Start zum Amateurfahren. Kurzer Rumpler in der Startphase von Quick Study. Nach vorne zieht hier Felton Annabel, übernimmt hier das Kommando, geht vorbei an Look Bubble Girl und dann setzt an der Außenseite auch Indibit frühzeitig nach, attackiert die geht an die Innenkante ein, gefolgt dahinter dann von Krahish Cash. Das sind somit die ersten 4. Pferde kann man aus dem ersten Bogen heraus. Die erste Durchgangszeit hier vorgelegt von Felton Annabel lautet hier 1:16:3. In vierter Position verließ dann Krahish Cash die Innenkante, setzt hier in zweiter Spur zügig nach, liegt hier an der Seite von Felton Annabel und auf Höhe des Ziels versucht jetzt hier Krahish Cash das Kommando zu übernehmen. Das scheint jetzt auch zu gelingen. An der Außenseite Jezebel Dream attackiert hier und die beiden vorderen Pferde haben sich deutlich abgesetzt. Jingle Bells mit Jezebel Dream, dahinter Sven von Heiterbu. Jingle Bells innen außen ist es Jezebel Dream. Jezebel Dream an der Außenseite mit knappem Vorteil. Jingle Bells wehrt sich an der Innenkante. Wer macht das Ding hier? An der Außenseite ist es Jezebel Dream und holt sich hier den ersten Erfolg ihrer Laufbahn. Dahinter Jingle Bells auf Platz 2 und dritter dahinter dann Sven von Heiterbu.